Und hier sind wir wieder im Reich der Aasfresser, im Reich der Nekrophagen und bei Endless Legend. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch bei der zweiten Folge dieses Let's Plays mit dabei seid. Und ihr seht, die Landschaft ist wenig verlockend, wenig einladend hier. Wir sind hier in einer nördlichen Gegend. Es ist relativ kalt, es ist relativ unfruchtbar und da fließt zwar ein Fluss quer über diesen, ja, über diese Landenge hinweg, die uns aber nur wenig Nahrung spendet, was aber auch damit zusammenhängt, welches Volk wir hier spielen. Denn die Aasfresser, die haben Schwierigkeiten hier, den Boden vernünftig zu bewirtschaften. Wir bekommen eigentlich in allem, was wir hier machen, diverse Produktionsmali. Deshalb starten wir auch hier in unserer ersten Stadt in Tareal erstmal mit einem Basisgebäude, mit einem Gründerdenkmal. Da werden wir auf alles einen kleinen Vorteil bekommen und bauen hier, setzen hier alles in die Produktion. Den einzigen Bürger, den wir haben, den setzen wir hier in die als Produzenten ein. Die Werte, die hier unten entstehen, das ist in der Regel die Summe der Werte aller Felder, die von dieser Stadt bewirtschaftet werden hier, plus Werte, die eventuell durch Gebäude erzeugt werden. Wenn ich hier zum Beispiel drauf, hier haben wir keine Gebäude. Doch hier ist der Palastwert, plus 22. Ich zeige euch mal, welche Städte, welche Verbesserungen oder welche Gebäude wir hier schon stehen haben. Das ist zum einen der Palast, der entsteht automatisch in der ersten gegründeten Stadt und bringt vor allem ganz viel Dust, plus 22, seht ihr hier. Und dann haben wir hier noch ein Rathaus, das steht in jeder Stadt, die man gründet, automatisch. Und das liefert auch ein paar Basiserträge schon mal. Kostet aber auch, wie ihr seht, minus 10 Stadtunterhalt. Also eine neue Stadt zu gründen oder viele neue Städte zu gründen in kurzer Reihenfolge, kann einen schnell schon mal bankrott machen. Der Palast hier, das ist unser wichtigstes Gebäude hier. Und ja, ganz genau. Und dazu kommen halt noch die Produktionen, die man durch die Bürger hat, also der hier, der produziert halt 4 Produktionen. Wenn wir den hier einsetzen würden als Bauern oder als Nahrungsproduzenten, dann wird er hier 4 Nahrung erzeugen. Und ihr seht auch, jeder Bevölkerungspunkt verbraucht 2 Nahrungspunkte. Die muss man also erst wieder erwirtschaften. Und hier seht ihr die Nahrungsanzeige. Und seht ihr auch die entsprechenden Zahlenwerte eingeblendet. Und wenn wir hier 34 Nahrung angesammelt haben, dann verschwindet all das, dann ist das wieder weg, dieses Nahrungslager ist komplett geleert dann und dann haben wir aber einen weiteren Bevölkerungspunkt. Und für jeden weiteren Bevölkerungspunkt, also für den dritten Bürger, dann für den vierten und so weiter, braucht man noch mehr Nahrung, immer mehr Nahrung, damit man dann nochmal eine Schwelle höher kommt, also die Abstände wachsen dann. Und es gibt hier noch einen Zufriedenheitswert, je nachdem, das ist hier der Standardwert, der gibt halt Produktionsboni und Mali. Und ansonsten seht ihr hier in der Anzeige noch die Ressourcen, die hier in der Region sind und die wir gewinnen könnten. Strategische Ressource, Glas, Stahl, Färbemittel, eine Luxusressource, können wir aber noch nicht gewinnen, weil uns die entsprechende Technologie noch fehlt. Hier seht ihr, dass es ein Bossdorf gibt, eines, das ist diese Nebenfraktion. Die steht hier oben. Den werden wir sicher irgendwann mal einen Besuch abstatten. Und ansonsten seht ihr hier links oben, an welcher Technologie wir forschen gerade. Das ist eine Technologie Samenlager. Das erforschen wir. Die Technologien sind in Ähren unterteilt. Und immer dann, wenn man 1, 2, 4 mal 16, pardon, das hat sich gerade einen totalen Denkfehler, 10, man, nein, 9, 9 braucht man, 9 Projekte, 9 Technologien muss man freigeschaltet haben, entschuldigt diese lange dramatische Kunstpause, die von meiner, ich glaube nicht von meiner Kunstfertigkeit zeugt, sondern von meiner Dummheit gerade, da habe ich einen Blackout gehabt. Also wenn man hier 9 von diesen Technologien fertig hat, dann kommt man eine Ära weiter, das bringt bestimmte Vorteile. Insgesamt im Spiel guckt man es dann an, wenn es anfällt. Und außerdem kann man ab dann auch die Technologien der Ära 2 auch erforschen. Welche Technologien man dahin nimmt, kann man sich selber aussuchen. Und man kann natürlich auch nach Erreichen von Ära 2 an Technologien forschen, die von der Ära 1 noch übrig geblieben sind. Innerhalb der Ära 1 ist es jetzt nicht so, dass die Technologien irgendwie voneinander abhängig wären, also dass man erst die erforschen muss, um dann die zu erforschen, oder es gilt auch für die Zweierstufe, also
Da gibt es keine Bedingungen, keine Konditionen zwischen den Technologien. Es gibt 4 Kuchenstücke in dieser Tochter, die stehen für 4 bestimmte Bereiche von Technologien. Imperium und Expansion, da geht es zum Beispiel um den Bau von Handelsstraßen oder um Zufriedenheit, um das Erforschen von Ruinen. Dann haben wir hier den Bereich Wissenschaft und Industrie, ist selbsterklärend, wie man mehr Wissenschaftspunkte generiert und mehr Produktionspunkte. Dann diesen Bereich hier, Wirtschaft und Bevölkerung, wie man mehr Nahrung erzeugt, wie man mehr Dust erzeugt, wie man das Bevölkerungswachstum und die Wirtschaft vorantreibt und wie man Luxusressourcen abbaut. Und in diesem Bereich hier, Wissenschaft und Industrie, da fällt übrigens auch die Gewinnung von strategischen Ressourcen drunter. Und im 4. Kuchenstück ganz oben geht es um das Militär, um die Kriegsführung. Da werden neue Truppentypen freigeschaltet oder spezielle Gebäude, mit denen man Befestigungswerte für die Städte hochtreiben kann oder sowas wie Kasernen, dass Einheiten, die in einer Stadt gebaut werden, automatisch über eine bestimmte Anzahl von Erfahrungspunkten verfügen und so weiter. Hier unten seht ihr, wie viel wir insgesamt erzeugen, gerade an Forschung, knapp 28. Mit jeder weiteren Technologie, die man erforscht, die werden allmählich immer teurer, braucht man immer mehr Forschungspunkte. Da gibt es also eine Inflation quasi. 7 Forschungspunkte erzeugen wir im Moment pro Runde. Achtung, falls ihr das selber spielt, wenn man zwischendurch mal die Forschung wechselt, also wenn wir uns jetzt nächste Runde oder übernächste sagen würden, ich guck mal und klick mal jetzt irgendwas anderes an, wie das dann so, welche Auswirkungen das hätte, dann ist der ganze Fortschritt bei der ersten Forschung futsch bei der Technologie. Da kann man dazu wieder draufklicken, aber das, was man da angespart hatte, ist weg. Unangenehm. Ja, so viel zur Technologie und raus und bevor ich jetzt noch weiter erkläre, wollen wir erst noch mal ein bisschen ziehen. Schaut mal hier. Hier kann man die nächste Armee anklicken, die noch über Bewegungspunkte verfügt. Das ist hier dieser Schwarm. Der hat noch 4 Bewegungspunkte. Und mit dem ziehen wir jetzt mal in den Osten. Hier, das ist diese Minderheitenfraktion, das Volk der Boss. Die haben, hier seht ihr 2. Das heißt, das sind 2 Einheiten von denen in dem Dorf stationiert. Wir könnten jetzt angreifen mit unserem Sammler, aber das würde übel enden, denke ich. Wenn wir weiter Richtung Osten gehen und entdecken einfach nur, dass hier in der felsigen Tundra und in diesen Nadelforstwäldern, dass hier alles doch ziemlich karg ist. So, eine Runde weiter. Und wir bekommen eine Quest. Es ist so, dass zu jeder Fraktion, zu jedem Volk, eine bestimmte Questkette gehört, die volksspezifisch ist. Das heißt, das hier ist der typische Nekrophagen-Questweg, der mit dieser Quest beginnt, mit diesem Auftrag. Und wenn wir den erfüllt haben, dann kommen die immer gleichen neuen Aufträge dazu, die immer selben neuen Aufträge dazu. Wenn man die Nekrophagen spielt, sind das immer dieselben. Das Nest ist unruhig, empfinde ich als Anführer dieser Aasfresser. Ich fühle es überall. Die eiligen Schritte in den Tunneln, die zusammengekauerten Körper, die langen Aufenthalte in den Pilzgärten. Sie zweifeln an mir. Die Sieber, die Gräber, die Soldaten, selbst die verdammten Pfleger, weg von mir, zweifeln an mir. Diese Zweifel durchdringen mein Chitin. Ich sitze in meiner Höhle und sorge mich, während die zwei Beine an der Fläche mutiger werden, uns verfolgen, vertreiben und unsere Tunnel übernehmen. Es reicht. Ich muss diese Zweifel beseitigen, aber wie? Zweifel gehen tiefer als Wunden. Volle Bäuche, ja, volle Bäuche werden sie beruhigen. Ansonsten werden die Starken die Schwächeren fressen. Das darf nicht passieren. Wir werden die Zweibeine angreifen. Zartes Fleisch für meine hungrige Brut. Aber das zarte Fleisch ist durch Schalen aus Stahl und geschärfte Arme geschützt. Sie werden uns erstechen und erschlagen, aber das ist es wert. Meine Brut wird fressen. Meine Brut wird Vertrauen zurückerlangen. Wir werden wachsen. Huh, was war das für eine Stimme? Komisch. Ein unheimlicher Mit-Let's-Player, den ich hier habe. Ein zweites Ich von mir.
ein Avatar, den ich selbst noch nicht kannte. Er, der sich einmischt, so heißt der Anführer dieses Nekrophagenschwarms. Ihr habt es gerade gehört. Er muss sein Volk ernähren und hat beschlossen, Dörfer von Nebenfraktionen anzugreifen. Gewinne 3 Schlachten mit einer Armee, die ausschließlich aus Einheiten der Nekrophagen bestehen. Also diese Ziele, die können schon mal wechseln von Quest zu Quest. Es sind also doch nicht dieselben, es sind die gleichen. Aber die Kette, die ähnelt sich doch sehr. Und hier, 10 Mondblatt. Also diese Texte sind immer dieselben, aber die Ziele und die Belohnung, die können schwanken. Jetzt habe ich es richtig erklärt. 10 Mondblatt, eine Luxusressource, das wäre unsere Belohnung. Und 3 Schlachten müssen wir gewinnen. Puh. Da sind wir ein Stückchen von entfernt. Und hier oben wird diese Quest angezeigt, die ist da oben angepinnt. Tja, wollen wir aber weiter mit dem hier erstmal auf Erkundung gehen. Aha, hier unten ein Dorf, das wir eine Ruine, die wir erkunden könnten, da will ich hin. Weiter, der nächste. Auch der Held selber, der ist normalerweise, ist der gar nicht in der Lage, als einzelne selbstständige Einheit hier über das Gelände zu ziehen. Ich habe ein bisschen, gecheatet wäre ein zu hässlicher Ausdruck dafür. Sagen wir mal so, Trick 17 habe ich gemacht. Ich habe den halt mit einem Siedler vereint, dann mit dem Siedler die Stadt gegründet und das ist die einzige Situation überhaupt im Spiel, dass man eine Heldeneinheit solo über die strategische Karte bewegen kann. Normalerweise gehört die immer zu einer anderen Armee dazu. Dadurch habe ich jetzt eine Einheit mehr gewonnen, die auf Erkundung gehen kann. Das ist zu Beginn eines Spiels sehr wichtig, denn beim Erkunden bekommt man Erfahrungspunkte und vor allem, was viel wichtiger ist, eventuell Dustprämien oder andere Dinge. Wie zum Beispiel nichts von Interesse. Toll. So, und dann habe ich hier noch den hier. Wohin ziehen wir? Es sieht so aus, wenn ich so ein bisschen rauskrolle, als ob der Kontinent überhaupt nur über 2 Wege verfügt. Einen Richtung Osten, einen Richtung Südwesten. Da habe ich ja gar nichts davon, dass ich hier alle aufgesplittet habe. Naja, ich ziehe ja mal trotzdem los. Aha, was haben wir hier freigelegt? Ein Titanvorkommen, eine andere strategische Ressource. Der hat noch 2 Bewegungspunkte. Sehr hübsch übrigens die Höhenstufen. Guck mal, wie viele Höhenstufen es hier gibt. Ich weiß es nicht auswendig. Ich glaube, es sind um die 7. Auf jeden Fall ziemlich viele. Manchmal kann man die von einer Höhenstufe zur nächsten nicht rüberziehen. Also hier geht das. Schaut mal hier. Hier sind so kleine Terrassen. Aber es gibt auch Klippen. Hier beispielsweise. Hier seht ihr eine Klippe am Meer. Und, nein, Vorführeffekt. Jetzt sehe ich natürlich prompt hier keine Klippe. Auf Land. Keine weit und breit. Unglaublich. Naja, wenn eine kommt, werdet ihr mal schon glauben, dass es welche gibt. Hier wird es gleich fruchtbarer. Hier ist eine neue Region. Und das sieht schon mal ganz viel besser aus hier. Und wir ziehen weiter. Aha, eine neue Nebenfraktion entdeckt, die Kanjanji. Die ganz schön unheimlich aussehen. Die ihre Lebensenergie aus Feuer gewinnen. Energien aus Feuer und Dust umfließen ihr Skelett. Was die Nebenfraktionen genau bedeuten, spielerisch, erzähle ich euch auch ein andermal. Hier, da ist das hier. Immer noch ein frei hier. Ziehe ich hier runter. Und hier. Ah, eine weitere Ruine. Sehr schön. Ja, jetzt lohnt es sich anscheinend doch, dass wir über 3 Einheiten, 3 Armeen verfügen. Hier können wir dem hier runterziehen und mit dem nach Südwesten, mit dem hier nach Osten. Aber vorher klicken wir mal hier auf die Ruine drauf und machen Suchen, was übrigens keinen Bewegungspunkt aufbraucht. Und bekommen 5 Glasstahl. Das wäre mir lieber gewesen, Glasstahl nehme ich auch mit. Haben immer noch einen Bewegungspunkt und ziehen mit dem hier Richtung Osten. Und denken hier gleich die nächste Ruine. Mit dem hier wollten wir hier runterziehen und entdecken hier 70 Dust. Das ist verdammt viel. Das ist eine der besten Belohnungen, die am Anfang überhaupt möglich sind. Eine verdammt hohe Prämie ist das. Und hier geht es über diese gewundenen Kontinente hier weiter Richtung Osten. Ein Blick zurück.
in unsere Stadtstart. In zwei Runden haben wir hier diese Technologie frei, danach die beiden nächsten. Zugende. So, jetzt wollen wir weiter hier diese Ruine hier aufdecken. Eine unberührte Ruine, klick drauf und ein neuer Quest, eine neue Aufgabe als Belohnung, als Bonus beim Erkunden der Ruine. Kein Geschenk, kein materielles Geschenk, sondern das Geschenk, das Angebot, sich zu bewähren. Unsere Aufgabe. Alte Schriften und wissenschaftliche Studien deuten darauf hin, dass einige Orte miteinander verbunden sind. Indem du nacheinander bestimmte Auslöser an diesen Orten betätigst, kannst du immens wichtige Schätze finden. Allerdings ist dies nur einem Helden möglich. Und sobald du einmal damit begonnen hast, läuft die Zeit. Bist du zu langsam, ist die Chance auf Beute für immer verloren. Ein Sprint, hier, beim Rundenstrategiespiel. Wir machen doch keine Echtzeit. Unfassbar. Plündere so viele Schätze wie möglich innerhalb von 15 Zügen mit einer von einem Helden angeführten Armee. Durchsuche den auf der Karte angegebenen Ort mit einer vom Helden angeführten Armee. Belohnung 80 Dust. Rennen. Position anzeigen. Hier. Neu entstanden, diese Ruine. Ja, dann machen wir das da gleich mal. Ziehe ich hier gleich mal hoch. Neue Nebenfraktion entdeckt. Geldiros. Ich lese mal nicht jede Fraktion einzeln vor. Hier ist sie, diese Fraktion. Ziehen wir mit dem hier. Gehen wir auch hier mal runterschauen. Entdecken weitere Anomalien, die es hier gibt. Boah, gleich drei Anomalien nebeneinander. Also das wäre doch mal ein guter Platz für eine Stadtgründung, oder? Hier scheint der Kontinent eventuell schon aufzuhören. Noch eine Anomalie, ein Erdturm. Felsstreben, die eine Art Pyramide formen. Hier haben wir einen botanischen Garten. Pflanzengattungen, die in Reihe und Glied aufgeteilt sind und hier so wachsen, als seien sie so gepflanzt worden. Und hier links daneben stickstoffhaltige Exoten, seltsame Pflanzen, die einen heftigen Geruch absondern. Und hier haben wir einen unter unserem Schwarm, bald wieder einmal Moosperlen. Und noch einmal die Möglichkeit, eins zu ziehen. Und eine Nebenfraktion hier, die Kanjanji, haben wir ein zweites Dorf. Das gibt es in manchen Regionen, dass die nicht nur ein, sondern gleich zwei Dörfer haben. Sehr interessant hier, diese Region. Die würde ich gerne besiedeln. Jetzt sind wir hier wieder. Und ziehen hier langsam vor. Was ist das hier? Mykordien, eine weitere Anomalie. Das ist die Quest, die wir gerade bekommen haben. Okay. Und weiter geht's. Ich warte ja darauf, dass wir mit einer KI-Fraktion mal zusammentreffen. Im letzten Zug abgeschlossen. Wir haben die Samenlager jetzt erforscht und das gleichnamige Gebäude freigeschaltet. Als nächstes kommt die öffentliche Bibliothek. Dafür gehe ich jetzt mal rein hier in den Ort. Ihr seht, in zwei Runden ist das Gründerdenkmal fertig. Oh, ich dachte, ich hätte ihn hier eingestellt. Komisch. Habe ich gepennt? Sehr seltsam. Und das Samenlager wird danach gebaut. Also jetzt habe ich den hier eingestellt. Komisch, sehr seltsam. Also in drei Runden haben wir dann einen nächsten Bürger und in zwei Runden ist das Gründerdenkmal fertig. Danach kommt das Samenlager. Erfahrungspunkte. Dadurch, dass wir hier eine Armee anführen und mit dem Helden hin und her ziehen, bekommt er automatisch Erfahrungspunkte pro Runde. Und die kann er hier in diesem Fertigkeitenbaum umsetzen. Es gibt drei Gebiete, in denen man Erfahrungen freischalten kann, also in denen man seine Fertigkeitspunkte umsetzen kann in Boni. Es gibt einen Baum, der ist für alle gleich, für alle Helden. Das ist dieser gewöhnliche Baum hier, genau in der Mitte. Dann gibt es den Fraktionenbaum, der ist
kann man sich ja denken, fraktionsspezifisch, in dem Fall halt für die Nekrophagen, die Boni, die die Helden der Nekrophagen bekommen. Und dann Klasse. Klasse bezieht sich halt auf den Typ von Held, den wir hier haben. Und was ich ganz nett finde eigentlich, ist dieser Standardweg hier mit gewöhnlich. Denn das ist jetzt nur so mäßig verbessert. Die Suche in Ruinen ist aber in unserer Situation jetzt prima, weil wir mit dem Helden hier losziehen und diese Quest haben, wo man Ruine für Ruine erforscht. Also da ist es natürlich schon ganz gut hier, denke ich. Aber was, wo ich vor allem hin will, das ist das hier. Schaut mal hier. Kein Müßiggang. Da bekommt eine ganze Armee, die von einem Helden angeführt wird, wenn man diesen Bonus hier hat, mehr Erfahrungspunkte pro Runde, als sie standardmäßig bekommt. Finde ich klasse. Übernehme ich so. Und raus. Ich zeige euch übrigens noch nicht alle Features, die es im Spiel gibt. Ich möchte hier Schritt für Schritt mal erklären. So. Jetzt ziehen wir mit dem hier hoch. Und mit dem hier. Ah, da ist die nächste Ruine. Nichts. Danke. Und mit dem gehe ich jetzt weiter auf Erkundung hier Richtung Osten. Mit dem hier ziehen wir hier rüber. Entdecken hier oben noch eine Kanjanji-Niederlassung und sehen, sehr verwunden, sehr gewunden ist dieser Kontinent hier. Da kommt man sogar, ich dachte zuerst, es wäre auf einer Insel gelegen. Wie sollten wir zu dieser Ruine eigentlich hinkommen? Und schaut euch das mal an, wie die hier im Kreis sich drehen. Weberwürmer. Okay, eine Runde weiter. So, jetzt ziehen wir mit dem hier hin. Und klicken auf die Ruine und... Ja, wir haben die 80 Dust bekommen durch die Quest hier, die wir geschafft haben. Und haben gleich das nächste Ziel. Durchsuche den nächsten auf der Karte angegebenen Ort mit einer vom Helden angeführten Armee. Okay. Position anzeigen. Oh. Oh. Wo ist das denn? Oh, da kommen wir nicht mehr rechtzeitig hin. Da kommen wir nicht rechtzeitig hin. Denn hier läuft doch so ein Countdown im Hintergrund, oder? Wir schauen uns mal alle Quests an. Die kriegt man über den Heiligen Gral. Hier sind die Quests aufgeführt. Das ist die Quest Der Weg voran. Das ist der Fraktionenauftrag. Und das ist die Zusatzquest Beutegierig. Plündere so viele Schätze wie möglich. Ja, jetzt haben wir nur noch 13 Züge. Also in 13 Zügen bis dahin zu kommen. Und wenn man dann da ist, dann war es das vermutlich auch. Und das alles für 10 Mondblätter. Das mache ich, glaube ich, nicht. Nee, das mache ich nicht. Das macht wenig Sinn. So, jetzt ziehen wir aber hier weiter vor. Und jetzt könnte ich mir langsam schon überlegen. Nee, noch nicht. Das überlege ich mir noch nicht. Ob ich den eventuell hochziehe und anfange, die Dörfer der Minderheitenfraktion zu überfallen. Zum Beispiel. Oder irgendwelche anderen Abscheulichkeiten zu begehen. So, wir sind hier. Ziehen langsam vor. Nähern uns dieser Ruine hier. Das ist die Quest. Und kommen jetzt zu unserem Helden. Und mit dem jetzt weiter rumziehen mache ich mal nicht. Ich mache mit dem stattdessen was anderes. Ich werde dem Helden einen neuen Auftrag geben. Ich werde dem nämlich hier, ich gehe mit dem in die Akademie rein. Akademieansicht. Fertigkeitenbaum. Ausrüstung, hier können wir dem bestimmte Ausrüstung noch geben. Ich wollte eigentlich woanders hin. Abziehen. Den ziehe ich von einem jetzigen Auftrag ab, indem er sich selbst anführt und weise ihn stattdessen einer Stadt zu. Da ist er dann Gouverneur. Und in dieser Stadt hier in Tarial, da werden ja im Augenblick sehr viele Gebäude gebaut werden, in kurzer Folge. Dadurch bekommt er sehr schnell Erfahrungspunkte.
5 Runden lang können wir dem jetzt keinen weiteren Auftrag zuweisen. Das ist mal nicht schlimm. Hier in Tareal sind wir. Hier frisst Knochen, ist ja Statthalter. Und sollte dann schon in der nächsten Runde weitere Erfahrungspunkte bekommen, wenn nämlich das Gründerdenkmal hier fertig ist. So, jetzt haben wir unser erstes Gebäude fertiggestellt. Hier ist es, das Gründerdenkmal, das von allen Basisressourcen liefert. Und als nächstes entsteht hier das Samenlager. Und das ist dann, ja, dauert auch noch etwas. Nochmal weiterziehen. Mit dem sind wir im Osten. Marschieren wir weiter Osten oder Richtung Süden? Ich habe so den Verdacht, dass hier die Einheit hier, dass die hier runterkommt, dass sie sich ja gleich begegnen werden. Erstmal die Ruine hier erforschen. 30 Dust nehmen wir mit. Immer noch 2 Bewegungspunkte. Und? Aha. Wir haben ausgerechnet die entdeckt. Das ist nicht unbedingt von Vorteil. Die brennen Magier. Das ist wirklich eine sehr kriegstreiberische Fraktion. Ja, es gibt welche, die sind noch kriegstreiberischer als wir. Tatsächlich. Angeführt von Azim. Und dass diese Sadomaso-Fraktion, wie ich sie in der ersten Fraktion genannt habe, in der ersten Folge genannt habe, die deren Einheiten beim Kampf umso stärker werden, über je weniger Lebenspunkte sie verfügen, das heißt umso mehr Verwundungen sie haben und je mehr Schmerzen sie erleiden. Sie stehen uns hier gleichgültig gegenüber. Noch nehmen sie uns nicht richtig ernst, aber jede Wette, das wird sich im Laufe dieser Partie noch ändern.